Einen, als sei hier die rein organisatorische Seite unbillig weit in den Vordergrund gerückt. Eine Seite, die ihrer Natur nach dienenden Umstandes sein soll und muss, während das, was eigentlich dem Amateur am nächsten liegt, kaum erwähnt wurde. Das ist nur bedingt richtig. Bekümmern wir uns überhaupt nicht um diese Fragen, so bleibt der einzelne Amateur völlig der Willkür der Entwicklung ausgesetzt. Es ist aber unser Sport, um den es sich handelt, den wir im Rahmen der internationalen Gepflogenheiten nach unseren Wünschen und Gedanken gestalten und entwickeln möchten. Unsere Aufgabe ist es deshalb auch, unserer Vertretung die Unterlagen in die Hand zu geben, aufgrund derer sie mit Recht auch weiterhin Repräsentantin der deutschen Amateure zu sein vermag. Darüber hinaus wollen wir bleiben, was wir sind. Amateure, gezeichnet Delta Lima 1, Kilo Victor. Soweit das Zitat. Interessant ist, dass man schon damals erkannt hat, dass es nur mit Hilfe einer starken Interessenvertretung gelang, die Anliegen der Funkamateure zu bündeln und gegenüber der Politik durchzusetzen. Das war letztendlich auch der Grund, weshalb man die vielen kleinen Einzelverbände zu einem wesentlich schlagkräftigeren Gesamtverband fusioniert hat. Dem heutigen Deutschen Amateurradioclub e.V. Das war die Darstellung der Vergangenheit. Wir leben heute im Jahr 2015 und blicken nun in die Zukunft. Ja, was mag diese Zukunft für die weltumspannende Gemeinschaft der Funkamateure bringen? Eva Maria, Delta Golf 9, Mike Foxtrot Golf, hat einen Ausblick für uns gewagt. Liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer heutigen Sondersendung haben wir die Entstehungsgeschichte des DAC beleuchtet. Das ist historisch interessant und ein Blick zurück in die Geschichte eröffnet uns immer wieder eine gewisse Weitsicht für die Zukunft. Unsere Gesellschaft und unsere Technik befinden sich in einem atemberaubenden Wandel und mit ihm auch der Amateurfunk. Es ist sicher nicht vermessen zu sagen, dass in den nächsten Jahrzehnten vieles ganz anders werden wird und viele vertraute Dinge verschwinden werden. Neue werden entstehen. Es ist erklärtes Ziel der deutschen Bundesregierung,